Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3. Ich habe mich schon sehr lange auf dieses Let's Play gefreut. Und ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass... Also ich werde jetzt den Singleplayer Let's Playen, die Kampagne. Mit dem Multiplayer wird es noch eine Weile dauern. Das kann ich schon mal im Voraus sagen, aber... Na, wir werden jetzt erstmal damit zufrieden geben. Ich muss auch sagen, dass ich ein sehr geübter COD-Spieler bin, Ego-Shooter-Spieler, aber das hat in diesem Spiel hier gar nichts zu sagen, denn Battlefield spielt sich nochmal eine echte Rolle anders. Und ja, jetzt wird es wiederholt, ist klar. Battlefield spielt sich richtig anders als COD, deswegen, ich habe es schon mal angezockt. Also ich habe, die ersten zwei Missionen habe ich schon mal gespielt, so um zum Reinfinden. Aber wir beginnen natürlich zusammen eine neue Kampagne. Und wir spielen natürlich auf normal, weil ich kann Ego-Shooter, ich kann bloß kein Battlefield und ja. Und wenn Zwischensequenzen kommen, dann werde ich versuchen, nicht irgendwie reinzuquatschen. Und ja, ich hoffe, wir werden in diesem Let's Play viel Spaß haben. Unsere erste Mission ist Semper Fidelis. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Na, Englisch, naja. Bin zwar gut in Englisch, aber mit Aussprache und so darf ich es auch nicht so. Also. Es speichert. Von Electronic Arts. Dice. Battlefield 3. So, herzlich willkommen zu Battlefield 3. Es geht hier gleich richtig rasant los und... Sekunde, das muss ich jetzt mal kurz... Also es ging gerade richtig rasant los. Wir haben gleich... Ja, die stelle ich mal ein bisschen runter. Ja. Okay, das geht. Naja, ein bisschen noch. Ja. Ja, okay. Es ging gerade richtig rasant los. Ja, man konnte jetzt erkennen, wir sind auf der Flucht irgendwie. Vor irgendwas. Und sind jetzt auf diesen Zug gesprungen und sind jetzt in diesem Zug. Und die Leute sind uns hier nicht sehr gut gesonnen, möchte ich meinen. Okay, und da spricht jemand. Okay, da spricht jemand, der erinnert mich ein bisschen die Stimme an den Makarov aus Modern Warfare 2 und 3. Oh, naja. So, jetzt haben wir eine Shotgun. Hui. Oh. Oh. Auf die Schnauze. Und da hat er doch gleich unsere Shotgun mitgenommen, der kleine Pisser. Naja, dafür haben wir jetzt eine schöne AK, glaube ich. Oder? Ein Messer haben wir. Keine Ahnung, was das ist. Es müsste eine AK sein, glaube ich. Oh, wer ist denn das? Ah. Wow, 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 wow. Sprengstoff, Sprengstoff. Sprengstoff. Oh. Ah. Los. Hoch. Zieh dich hoch. Ah. Wow. Dann geht's hier gleich richtig zur Sache, meine Freunde. Wow. 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 Da
geht's hier gleich richtig zur Sache. Jetzt mal. Okay. AK-74 U. Ja, dann nehmen wir die mal mit. Wie gesagt, Steuerung etwas anders, spielen etwas anders. Man muss hier viel mehr auf Deckung spielen, man kann hier nicht einfach so durchrennen wie bei COD. Was es auch etwas schwerer macht. Naja, bisher schlagen wir uns ganz gut. Das ist ja mehr so eine Tutorial-Mission hier. Der Zug ist schon ziemlich demoliert. Oh. Haben wir dir wehgetan? Das wollten wir nicht. Hier ist Sprengstoff. Da müssen wir hin. Ja, ich habe da kein gutes Gefühl. Wow. Okay, ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich dieses Spiel blind spiele. Also ich habe jetzt die ersten zwei Missionen schon gezockt, um mich reinzufinden ein bisschen und mal probieren wegen Einstellungen und Grafik und lalala. Aber ich, also es ab einem bestimmten Punkt, also eigentlich ab Mission 3, also das wäre jetzt Mission 1, ab Mission 3 werde ich blind spielen. Und dann wird das für uns, also für dich und für mich, wird das dann jeweils eine Überraschung sein. Es sei denn, du kennst das Spiel bereits schon aus irgendeinem Let's Play oder hast du es vielleicht selber, ich weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall werde ich das dann blind spielen. Also, falls ich da irgendwie nicht weiß, wo ich hin soll oder so, bitte nicht frustrieren. Ich finde irgendwie den Weg, aber naja. So, Mission Operation Swordbreaker. Wenn es dunkel ist, musst du das noch lange nicht, muss das noch lange nicht heißen, dass deine Gegner dich nicht hören können. Ach ja. Interessant. Acht Stunden zuvor. Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier wären wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir Warten wissen Sie, wollen. Hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Okay. Anscheinend sind wir Sergeant Blackburn und haben ziemlich einen Dreck am Stecken, so wie es aussieht. Sind ziemlich in der Scheiße. Schöne Musik. Es wird 1-3, Kenntnis wird Führung. Überqueren die Demarkationslinie.
in 2 Minuten. Over. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Dein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3. Verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts. Ich schätze, wir kommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Willkommen im Irak, Freunde. Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Das macht nicht nur meine Arbeit. So, dann folgen wir mal den guten Montez. Ja. Oder wir sollen hier dem guten Herrn folgen. Ist ja eigentlich auch egal. Auch einen Kaffee. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 0:39 haben wir den Kontakt zum Balkansport verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Okay. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten aus. So, wir müssen unsere zurückgebliebenen Marines finden. Los. Ich habe das Gefühl, das wird ziemlich heikel. Und ich weiß, es wird ziemlich heikel. Ich habe diese Mission ja schon gespielt. Aber naja. Verpiss dich. Laute Töle. Was ich auch sagen mir noch kann. Ich werde dieses Ziel... ich werde dieses Spiel in mehr in Aufnahmesessions machen. Also keine bündigen Parts machen, weil... Ich habe keine Lust, da unter das Spiel zu starten und wieder neuen zu machen, um nur die Parts zu beenden. Und deswegen werde ich das dann einfach irgendwie schneiden, selbst wenn ich das hasse. Wer mich kennt, weiß, dass ich das Schneiden hasse. Habe ich schon in mehreren Videos gesagt. Warte mal, ja. Mir ist nicht wohl bei der Sache hier. Black. Supernetkovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. So, was haben wir denn Schönes? Wir haben ein Snipergewehr, wir haben Granaten, wir haben ein Messer. Und wir haben die schöne M14, glaube ich, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das alles nicht. Wow! Wow, unser Freund ist verletzt. Komm schon, Junge, halt durch. Halten Sie durch, Sergeant. Wo ich mich auch noch umgewöhnen muss, ist, dass man bei COD nur die rechte Maustaste einmal drücken muss. Und bei Battlefield die rechte Maustaste gedrückt halten muss, um zu zielen. Also wie gesagt, ich bin COD-Spieler und kein Battlefield-Spieler. Ich habe noch nie zuvor Battlefield gespielt. Das ist heute das allererste Mal. Und... naja, wie gesagt... regt euch nicht grundlos auf. Na komm. Achtung! Sie bewegen sich! Los, los, hinter mir! Bist du okay? Gut, okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stock! Wow! Wow! Okay.
Ich muss sagen, ich kenne die Mission. Ich wusste, dass da eine Panzerfaust ist, aber ich habe total vergessen, dass Autos explodieren. Ja. Dann gehen wir mal von den Autos lieber mal weg. Der ist hinüber! Da ist noch einer. So. Ist der weg? Ja, der ist weg. Okay. Sie kommen von der Seite. Bewegung! Da vorne, da vorne! Wo sind sie? Wow! Ach, verdammt. Ja, wie gesagt, Steuerung noch etwas hackelig bei mir, aber ich werde versuchen, mich reinzufinden irgendwie. Na los, nein, na los, oh, oh ja, ja, ja. Okay, was haben wir denn hier Schönes? AK-74M. Kann ich eigentlich mitnehmen, aber ich bleib erstmal bei den Standardwaffen. Die werden wir sicher noch brauchen, irgendwie. Und die finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ich bin ja schon da. Wir übernehmen. Hey, komm. Okay. Okay, kannst du das spüren? Dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursche. Ich bin auch ein zäher Bursche. Ich halte auch so manches aus. Jetzt müssen wir weiter. So. Exit. Augen offen halten. Wow. Zu ungeschützt. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung vorlassen. Bleibt nicht von den Fenstern stehen. Mal schön. Schütze! Erledigt ihn! Oh, da kommen sie rein. Das waren keine Einheiten. Sie brachen keine Rache. Wow. Holt Al-Bashir sich jetzt schon. Mal schön langsam mit den jungen Pferden hier, Leute. Keine Ahnung. Wir sind ja doch nicht auf dem Rummel. Eine Taschenlampe haben wir auch nicht. Hier. Gesichert. Scheiße! Kontakt! So viel zu gesichert. Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben. Unten bleiben. Oh, es raucht. Ja. Ich glaube, es ist das Hotel. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn rauf. Und los. Okay, unterwegs. Und los. Okay, unterwegs. Und los. So. Ah. Ich glaube, der hat's auf uns abgesehen, meine Freunde. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? Alles klar, Sergeant. An die Wand. Black. Ey, pass auf, wo du hinziehst. Wir sind Verbündete. Komm her. Rede mit mir, siehst du was? Alles klar. Ich bin Ninja. Wow, wow, wow. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass ich mit der Tastenbelegung noch nicht so ganz klar komme. Ich muss mich echt dran gewöhnen, dass ich mich auf Y hinlege und nicht auf der linken Steuerungstaste. Okay, naja. Man kann nicht alles haben. Dann rücken wir einfach jetzt mal etwas schneller vor. Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben. Du bist eine beschissene 50er. Das Hotel. Ich glaube, es ist das Hotel. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und los. Okay, unterwegs. Und los. Okay, unterwegs. Steh unter Beschuss. Diesmal werden wir das nur etwas klüger regeln. Etwas kluger, egal. Okay. Und
jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden? Auch so zu schielen. Siehst aus wie bekifft, Junge. Ich weiß ja, dass man den Spezialeinheiten, den amerikanischen Spezialeinheiten, das kann ich auch mal erzählen. Habe ich mal in so einem Heft gelesen. Rede mit mir, siehst du was? Den Einheiten der, den Einheiten im Iran, Irak, der Amerikaner, die werden vollgepumpt mit Rauschmitteln und Zeugs. Das glaubt man gar nicht, damit die den Schmerz nicht so spüren und keine Ahnung. Die nehmen da Drogen, das ist schlimmer als im, schlimmer als in der Entzugsklinik. Und wir werden ja auch ziemlich... Okay, okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße, 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sich verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich. Okay, wieso soll das mir geben? Ich bin... Ich will das nicht machen. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigt. Ach, ich bin der beste Schütze. Das, da habe ich was anderes gehört. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten! 3, 2, 1, Feuer frei! Okay, friss das. Okay. Ziel perfekt erwischt! Alles okay? Alles okay. Und jetzt suchen wir diese Patrouille. Misfit 1-3. Danke. Toll hast du das gemacht, Black. Ach, keine Ursache, Leute. Und können ihn zwecks Abholung zum Sammelpunkt bringen. Könnt ihr von dort aus Feuerschutz geben? Kein Problem, Medevac. Welche Richtung? Over. Nordseite. Der Irak. Misfit 1-3 in Position. Nordseite. Sieht alles sicher aus. Nordseite. Verstanden. Setzen uns in Bewegung. Over. Wo sind denn unsere Freunde? Auf feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Aber wo sind sie denn? Ach, da sind sie. Okay. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Sind in Deckung. Schaltet sie auf 1-3. Balkon, linke Seite. Ziel auf dem Dach, direkt geradeaus. Wow, 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 wow. Das war's, amigo. Halt dich im Auge. Da kommen noch mehr. Behaltet Straße und Dächer im Auge. Was sind das eigentlich für Leute? Gegen wen kämpfen wir hier eigentlich? PLR. Was ist das? Wenn mich da einer aufklären kann, wer das ist, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall keine Einheimischen, soweit wir gehört haben. Soll das ein Scherz sein? Oh, dann snappern wir hier mal halbwegs gekommen weg. Wow, wow, wow. Friss das! Okay, der ist schon down. Noch irgendjemand. Misfit 1-3, hier Doc Holliday. Vielen Dank, wir sind durch und kümmern uns jetzt um euren Freund. Out. Okay, die kümmern uns um unseren Verwundeten. Komm jetzt immer näher. Ich glaube, die sind im Gebäude. Oh, da kommen sie ja. Scheiß Dach runter. Verstanden. Der Rückweg wäre zu haarig. La la la. Ist ja wie Moorhühner schießen hier. Und ich glaube, das sind zu viele für uns. Dann treten wir mal den Rückzug an. Das schaffen wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke nehmen. Okay. Ui, da geht's ziemlich runter. Scheiß Pfadfinder. Ziemlich schönes Brett hast du da. Okay. Ich muss wahrscheinlich als Erster, ja. Naja. Los, los! Komm schon. Ich will mich auch so cool abräumen können wie der. So, huh. Ja. Misfit 1-3, hier Führung Misfit. Ihr solltet schleunigst da verschwinden. Ui, hier sieht's ja schick aus.
Was haben wir denn hier? Unterwegs zum Zielort. Ach so, ein halbes Schwein, ja, wusste ich's doch. Hatte ich doch schon geahnt. Was passiert, wenn die PLA die Macht an sich reißt? Terroristen an der Spitze sind nicht gut. Alter, Amerika wurde von Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der scheiß Unabhängigkeitskrieg war? Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich bei den Marines gelandet? Weißt du was, Campbell? Das frage ich mich auch oft genug. Ich glaube, der hat ziemlich interessante Ansichten. Über den Unabhängigkeitskrieg der USA, naja. Scheiße! Also Terroristen waren das jetzt nicht unbedingt, aber naja. Ja, ich schieß schon nicht auf meine Freunde. Tut mir leid. Ist mir so rausgerutscht, die Kugel aus dem Lauf. Oh. Ich will nicht schon wieder drauf gehen. Das hatten wir heute schon. Dann schalten wir hier um auf Einzelschuss. Tot, tot. Okay. Ja, alles klar. Oh. Zwei davon. Okay, die Waffe hat 31 Schussmagazin. Hm. Naja. Gott, Irak. Scheiße, wir haben hier Verletzte und Tote. Verstanden. Misfit-Führung, hier 1-3. Brauche sofort Kessel weg. Verstanden? 1-3 verstanden. Sind endlich soweit. Haltet durch. Out. Das Ganze gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Die ignorieren uns alle. Ich hab was gefunden. Ist ja völlig normal. Das ist gar nicht gut. Hier sind noch mehr! Sekundärdraht! Sekundärdraht! Verstanden! Kacke! Wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns! Was hast du gefunden? Wo ist das Problem? Kapp den Draht! Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht! Blackburn, du bist Freiwilliger! Folge dem Draht! Ja, ich bin Freiwilliger. Ja, ich habe mich auch gerade freiwillig gemeldet. Okay, folgen wir mal dem Draht. Also Türen, da habe ich immer ein ungutes Gefühl, aber naja. Hast du nicht verstanden, Blackburn? Folge dem scheiß Draht! Ja klar doch. Hier hoch, ja. Ja. Huh. Scheiße, Ratte. Komm her. Ich lasse dir eine Sniperkugel durch den Hals. Ich mach mir schon keinen Kopf, Junge. Ich bin ganz cool. Ganz cool bin ich. Der Teddybär hier ist auch lustig. Naja. So, jetzt ziehen wir mal den Stecker. Wow! Wow, 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 wow! Auf die Schnauze! In your face! Na komm schon. Kleine Iraker-Missgeburtssau-Drecksarschloch.